Hallo und herzlich willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen werden, ist folgendes. Wir werden unseren Dialog, den wir das letzte Mal geschrieben haben, also den wir hier in OnClick für unseren Button, der hier ist, kreiert haben, der die ganze Menschheit auslöschen will, werden wir eine Liste hinzufügen. Und auf diese Liste kann man dann draufklicken und dann passiert halt irgendwas. So, damit man eine Liste einfügen kann, braucht man erstmal natürlich eine Liste. Und diese Liste ist keine echte Liste, sondern bloß ein Array. Deswegen erstellen wir uns mal ein Array, würde ich sagen, und nennen das vielleicht mal Elements. Und wir weisen einfach mal die Werte direkt zu. Deswegen gelb und grün. Warum nicht? Passt doch zum ganzen Menschheit auslöschen. So. Und ja, jetzt können wir über den Builder die Set Multi Choice Items Funktion aufrufen. Die nimmt zunächst einmal die Items, die wir hier oben angegeben haben in Elements. Die sehen wir dann hier. Die hier, die Items. Dann der Boolean checked Items, der ist einfach null, damit wir also erstmal hier die Elements, so. Und dann der Boolean checked Items, der ist null, denn wir wollen am Anfang initial keine Items angeklickt haben. So, und danach dieser onMultiChoiceListener, ja, der liefert uns eine Methode, die unseren Dialog beinhaltet, damit wir auf den drauf zugreifen können, den Integer which, der sagt, welches dieser beiden Elemente, also entweder 0 oder 1, geklickt wurde. Also jedes Mal, wenn quasi draufgeklickt wurde, wird diese Methode aufgerufen und wenn es gecheckt wurde, wird das hier auf True gesetzt und wenn es geuncheckt wurde, ha, toll gedeutscht, dann wird dieser Boolean hier hinten einfach false sein. So, und jetzt können wir hier natürlich drüber switchen über which, switch, which. Ha, ich mache eine Witze. Und wir sagen Case. Oh, ups. Case 0. Fangen wir doch bei 0 an. If is checked, dann sagen wir, okay, wir wollen den Hintergrund von unserer View rot, nicht rot, was war das erste? Gelb haben. Okay, ich habe dieser View mal eine ID gegeben, die nennt sich rel. Deswegen sagen wir einfach find View by ID, wie immer, r.id.rel und setzen hier den Background. Genau, und dann wollen wir hier einfach color. Ups, allein nicht komme. Yellow und das schmeißt ein Error, weil wir keinen Hintergrund setzen wollen, sondern einfach nur die Hintergrundfarbe. So. Und dann brauchen wir hier natürlich noch einen Break. Und diese Klammer irritiert mich da völlig. Die gehört dahin, bitte. Oder von mir aus noch hierher. So. Hier sagen wir dann einfach Case 1. Okay. Ja, ich kopiere das einfach mal hier, weil es gecheckt wird. Dann sagen wir setzen den Hintergrund auf Green. Mir fällt gerade kein sinnvolles Beispiel an, aber wenn ihr jetzt uncheckt, also wenn jetzt gerade deaktiviert wird, ihr habt ja die Möglichkeit zu aktivieren oder zu deaktivieren, dann könnt ihr hier im Else-Teil, könnt ihr noch zum Beispiel die Farbe auf, keine Ahnung, auf Rot setzen. Ihr könnt dann von mir aus einen Color Mixer für drei Farben implementieren. Das ist dann, ja. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, und jetzt sagen wir hier einfach mal Default Break. Okay. So, ja. Wenn wir das Ganze jetzt laufen lassen, dann sehen wir als allererstes mal, dass wir hier noch einen Haufen Fehler haben. Denn ich habe irgendwo eine Klammer vergessen zuzumachen. Ja, nämlich die vom Switch hier oben. Muss hier noch zu. Oh, jetzt hat es eingerückt. Sehr schön. Okay. So, wenn wir das jetzt laufen lassen, dann sehen wir, dass wir hier eine wundervolle App kreiert haben. Und wenn wir hier draufklicken, dann wird der Hintergrund, naja, es ist nicht ganz gelb, aber wenn man jetzt hier raustappt, dann ist es, dann ist es tatsächlich sehr gelb. Hier wird es natürlich alles ein bisschen ausgegraut. Wenn ich jetzt, das ist eine schöne Farbe. Wenn ich jetzt hier auf grün gehe, dann wird hier alles grün gemacht. Und wenn ich auf beides drauf gehe, dann wird es natürlich wieder gelb. Wenn ich anklicke, das grün, dann wird es rot, so wie wir es hier implementiert haben. Und ja, ihr könnt dann von mir aus gerne so einen Color Mixer, wow, die Farben sind echt heftig, so einen Color Mixer machen. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr mit diesen Items umgehen könnt. Es gibt noch eine andere Methode,
Und zwar Builder.set. Wo haben wir sie? Huch, was war das denn? Ah, da ist es wieder. Set Single Choice Item. So, ja, was jetzt hier natürlich auch noch dazu kommt, ist, ach, im Prinzip kommt da nicht so viel dazu. Ihr seht es hier an der Seite, was ich eigentlich gerade ziemlich cool finde. Ist ein stinknormaler On-Click-Listener. Und das hier hat irgendwie zugeklappt, wieso auch immer. Funktioniert im Prinzip genauso, nur dass ihr halt nur eins auf einmal gecheckt haben könnt, was in unserem Fall vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Aber ja, ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert und probiert es doch einfach mal aus. Wenn ihr hier das hier da reinpackt, dann kann man nämlich nur eins ausklicken, dann hat man hier vorne natürlich keine Haken, sondern man hat nur so, ihr kennt solche Radio-Buttons sicherlich, also so einfach solche Punkte, ich zeige es euch gerade mal hier. Das, was wir jetzt haben, sind Checkboxen, davon kann man mehrere haben. Und Radio-Buttons sind dann halt nur für eins auf einmal. Okay, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.